Schönen guten Morgen, liebe Community. Ich muss mich entschuldigen bei euch. Ich habe einen echt blöden Fehler gemacht. Ich habe gestern ein tatsächlich sehr schönes und sehr erfolgreiches Video zum Thema Biostimulantien hochgeladen. Und dann gab es die ersten Kommentare von euch, ob das dann mit den Mengen so stimmt. Das habe ich natürlich erstmal knallhart verteidigt, dass das alles richtig ist. Dann habe ich aber nochmal bei Grasshopper, bei der Firma Grasshopper nachgefragt, die diese Produkte vertreiben, ob ich denn da richtig gerechnet habe. Und es ist falsch. Ich habe mich um eine Zehnerpotenz vertan. Es tut mir unwahrscheinlich leid. Also das ist, ich kann nicht Liter in Milliliter umrechnen. Also Mann ey. Also die Mengen sind tatsächlich deutlich höher, als ich sie hier auf diesem Kanister draufgeschrieben habe, nämlich um den Faktor 10. Das sind also wirklich deutlich höhere Mengen für meine Fläche. Ich habe das jetzt alles nochmal unter das Video gestellt von gestern. Also Faktor 10, das heißt auch, dass die Kosten für diesen Spaß deutlich höher sind, als ich das so immer gedacht habe. Also für 100 Quadratmeter, wenn ihr diese ganzen Produkte verwendet, zahlt ihr tatsächlich 7,70 Euro ungefähr. 7,70 Euro für 100 Quadratmeter. Bei meinen 600 Quadratmeter sind das schon gut 46 Euro. Und Grasshopper sagt auch, dass man diese Mengen, die ich da jetzt tatsächlich aufgeschrieben habe, dass man diese Mengen alle 4 Wochen sprühen sollte. Und wenn man alle 2 Wochen sprühen will, was man natürlich machen kann, dann ist es halt etwas gleichmäßiger von der Applikation, von der Gabe. Da muss man natürlich die Mengen um die Hälfte reduzieren. Also ich wollte das hier nur ganz kurz in diesem zusätzlichen Video gerade stellen. Es ist ein blöder Fehler von mir gewesen. Die Produkte sind teuer und wahrscheinlich sehe ich auch deswegen überhaupt nichts auf meiner Fläche. Ich werde das jetzt korrigieren, ich werde das nochmal nachsprühen. Ich denke, ich bleibe bei dem 2-Wochen-Rhythmus, aber dann eben die halbe Menge der angegebenen, der vorgegebenen Mengen. Und dann schauen wir mal, ob da was passiert auf meiner Fläche. Ihr habt auch geschrieben, dass ich natürlich eine Testfläche anlegen soll. Das überlege ich mir jetzt nochmal, ob ich einen Bereich, irgendeine Fläche ausspare, damit man dann vielleicht auch mal wirklich einen Unterschied sieht. Ja, das finde ich natürlich nicht so schön, weil ich alles gleichmäßig haben möchte, aber ich schaue mal, ob ich da nicht irgendwie eine Lösung finde. Ja, und nochmal zu der Frage, ob diese Biostimulantien, also die Algenextrakte, das Silizium und so weiter, die Huminstoffe gehören auch zu den Biostimulantien, ob das überhaupt irgendwas wirklich taugt, ob das überhaupt irgendwie eine wirklich nachweisbare Wirkung hat, das ist natürlich eine kritische Frage und diese Frage stelle ich mir natürlich auch. Es gibt aber ein sehr, sehr schönes Buch, das sich sehr, sehr wissenschaftlich mit sehr, sehr vielen Quellen mit dem Thema beschäftigt und kann ich euch nur empfehlen. Das kostet, ja, es hat mal gekostet 35 Euro von dem Dr. Georg Ebert, der sehr, sehr viele Quellenangaben zu wissenschaftlichen Untersuchungen hier in diesem Buch mit angeführt hat. Also schaut euch das an, bildet euch euer eigenes Urteil. Ich werde das aber jetzt weitermachen mit den richtigen Mengen und dann schauen wir mal, was passiert. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.